wenn ich mich im richtigen Winkel vor meinem Kleider, wie nennt man das, Wäscheständer positioniere, dann seht ihr nicht meine Schlüpfer, die da alle hängen. Und damit guten Tag, hallo zu einem neuen Video von mir. Ich hatte vor, jetzt das Video zu filmen um 4, aber es ist ein bisschen dunkel. Ich bin gerade so gechillt auf der Couch. Jetzt filme ich es einfach mit dem Handy. Leute, heute war der erste Tag, wo es geschneit hat. Ich bin aufgewacht. Es hat einfach geschneit. Es lag Schnee auf dem Balkon. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe mich selten selber über Schnee gefreut. Weil auch gerade Snow on the Beach ist bei mir gerade so ein Lied, was sehr weit oben ist. Und es war für mich einfach ein Zeichen. Ich sag's, wie es ist. Es war ein Zeichen. Deswegen, große Freude. Ja, ich habe letzte Woche kein Video gemacht, meine Mama war ja da. Und das Leben ist gerade ein Kuddelmuddel. Und ich weiß nicht, wie viele Videos jetzt in den nächsten Wochen kommen werden. Ich muss erstmal ein paar Sachen klären jetzt die nächsten Wochen. Also ja, am liebsten will ich euch natürlich irgendwie immer bei allem mitnehmen, aber ist manchmal nicht so einfach. Und ich habe richtig gemerkt, Nora, du musst jetzt mal kurz einen Schritt zurück machen von YouTube, um dein Leben auf die gerade Bahn zurückzubringen. Es haben sich ein paar Sachen neu. Oh, es ist einfach so viel. Es ist auch so was, es passiert was Wahnsinniges Spannendes im Hintergrund. Es passieren viel spannende Sachen im Hintergrund. Aber eine Sache, die ich euch so gerne sagen würde. Soon, liebe Freunde, soon. Ja, ich will gar nicht so sehr um den heißen Brei rumreden, weil das nervt immer, wenn Leute das machen. Aber ich bin einfach gespannt auf die kommende Zeit und ihr dürft mich gerne begleiten. Können wir mal gemeinschaftlich festhalten, dass ich glaube, dass das meine Color ist? Bin ich ein warmer Typ? Es gibt immer auf TikTok diese eine, die so Color-Dings macht. Und ich glaube, Orange steht mir. Hätte ich nie gedacht, weil es eine random Farbe ist, aber und dann so rote Nägel. Ich habe auch noch zu allem Überfluss meine orangene Hose an. Ich bin heute im komplett orangen Look. Würde, glaube ich, so nicht auf die Straße gehen, aber weiß ich nicht. Ich hatte dann heute auch meine Haare Luft trocknen lassen. Dann habe ich mal wieder meine Ohrringe reingemacht. Dann hatte ich hier diese Kette und dann diesen orangen Hoodie. Und ich sah aus wie die 70s, wie dieses Bild da. Und ich habe es gefeiert. Vielleicht auch, weil ich einen kleinen Taylor Swift Look fahre. Wie geht's mir? Also ich hatte eine wunderschöne Zeit mit meiner Mama. Das war wirklich wie ein Kurzerholurlaub. Ich bin in die Woche zurückgestartet und ich war voller Enthusiasmus und Mama und ich hatten eine gute Zeit. Ich habe mir ein paar Sachen gegönnt. Ist ja auch immer wichtig. Mit Mama geht man halt immer ein bisschen shoppen. Und das werdet ihr alles in den nächsten Wochen wahrscheinlich angezogen sehen. Und das war aber nur nebensächlich. Vor allem hatten wir einfach gute Gespräche und sind irgendwie nochmal zusammengewachsen über die Zeit, wie sie hier war. Und ich konnte ganz anders reden, als ich es irgendwie bisher mit meiner Mutter konnte. Also es war deep. Es war sehr deep. Und ich bin einfach froh. Ich liebe meine Familie und so. Ich war ja bis zuletzt sehr heimwehmäßig drauf. Und fast schon so, ich will bald wieder zurück nach Dresden ziehen. Ohne Mist. Das war wirklich so, ja, es geht für die nächste Station meines Lebens ist für mich Dresden und nicht erst in 10 Jahren, sondern irgendwie bald. Und dann hatte ich jetzt irgendwie so den Moment, wo ich dachte, Nora, du bist 24. Du wirst jetzt 25. Willst du ehrlich schon zurück in deine Heimatstadt dir da irgendwie eine Wohnung oder sogar ein kleines Häuschen kaufen, wo du dann bis zum Ende des Lebens nicht kaufen sowieso nicht, mieten, keine Ahnung, was weiß ich was. Also willst du jedenfalls dahin ziehen, um da bis zum Ende deines Lebens zu bleiben oder willst du gerade eigentlich noch die Welt entdecken, rausgehen, aus deinem Kokon rauskommen? Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, also ich weiß teilweise, warum ich mich gerade so fühle, aber auf der anderen Seite ist es für mich was kommt komplett Neues, mich so zu fühlen. Ich glaube, das ist auch wegen der Pille und so, weil ich die abgesetzt habe. Und ich feiere es gerade. Ich merke gerade, okay, ich will was sehen von der Welt. Ich will wachsen. Ich will, weiß ich nicht, neue Freunde finden, Fehler machen, mich ausprobieren, raus hinaus schauen, wo es mir am besten gefällt auf der Welt. Vielleicht ist es ja auch hier
ich will einfach Wien noch mehr entdecken. Ich bin da letzte Woche auf so ein, wir hatten so ein Arbeitsevent, da war so eine Eröffnung von der Bar. Und da war ich einfach dann privat. Meine Kolleginnen waren alle da und ich habe dann gedacht, ich gehe einfach privat hin. Das ist so wichtig, dass ich das mache. Und das war eine der besten Abende und Nächte überhaupt. Und ja, man, ich glaube, also ich für mich merke, dass immer, wenn ich aus meiner Komfortzone rausgehe, werde ich dafür auf irgendeine Art und Weise belohnt. Und das ist einfach schön, deswegen muss ich das eigentlich mehr machen. Es ist voll okay, ich bin ein Homebody und ich werde wahrscheinlich immer ein Homebody sein, wer weiß es. Aber ich mag es gerne zu Hause und ich bin gern zu Hause und yada yada yada. Aber ja, das Leben spielt sich eben nicht nur zu Hause ab. Oder auf der Tangente zwischen Büro und Zuhause. Und ja, das ist ganz spannend zu sehen. Es ist ein Kauderwelsch, um es mal so auszudrücken, mein Leben. Und ich habe dann schon geschaut, was ist für mich so die Basis? Wo kann ich gerade einfach was schaffen, was stabil ist? Und ja, was man mir nicht so leicht nehmen kann. Für mich ist es aktuell mein Job. Und da, wie in jedem Job, macht man, glaube ich, Höhen und Tiefen durch. Aber ich habe da wirklich so meine Familie, irgendwie meine Work-Familie gefunden. Und wir gehen zusammen durch dick und dünn. Und irgendwie, das ist so eine junge, dynamische Agentur. Und jeder Mensch, der da drin ist, trägt wirklich dazu bei. Also einfach die Persönlichkeit zählt. Und wir hatten den Austin Press, der nennt sich das. Und vielleicht haben das Leute von euch bei Daria in der Story gesehen, weil sie hat zu uns was gepostet. Sie war bei uns, ich habe sie kennengelernt. Aber auf jeden Fall hatten wir den Austin Press Day und da geht es darum, dass man mit Journalisten und Influencern ins Gespräch kommt und denen halt die Produktneuheiten und so zeigt und erklärt. Und ich bin, wenn man es so sieht, falsch in der PR, weil ich bin schlecht im Smalltalk und, also was heißt, ich bin schlecht darin, aber ich mache es nicht so gerne und so Klinkenputzen, woraus ja viel PR besteht, aus Klinkenputzen sozusagen. Ich bin eher so ein Mensch, der in die Tiefe gehen will mit Leuten, die er kennenlernt, aber das ist dann halt manchmal nicht möglich und trotzdem, ich musste mich dann zwingen, ich habe mir gesagt, Nora, fake it till you make it. Ein Glück an diesem Tag, wo dieses Event war, habe ich mich gut gefühlt in meinem Outfit und in meiner Haut und meinen Haaren. Ich habe so eine neue Art, die Haare zu machen, nämlich glatt zu föhnen und dann sozusagen zu kletten und das Ende so zu machen. Und das sieht, dadurch, dass ich ja auch sozusagen Stufen habe, sieht das total cool aus. Habe ich heute mal nicht gemacht, weil ich mir heute dachte, gönnen wir den Haaren mal wieder ein bisschen Hitzefreiheit. Hitzefrei. Aber ja, auf jeden Fall, ich habe mich wohlgefühlt und dann ging das irgendwie. Dann habe ich so fake it till you make und dann hatte ich, again, einen der besten Tage, weil ich mit Leuten ins Gespräch gekommen bin, weil mich Leute auch das erste Mal gefühlt wahrgenommen haben. Ja, also ich glaube, dieses Video soll ein Ausruf an euch sein, mal aus eurer Komfortzone rauszukommen. Und also es sollte einem egal sein, was die Leute denken. Ich weiß, das habe ich in dem Italien-Vlog, habe ich das so ein bisschen angekündigt, dass das jetzt meine neue Devise ist. Gib nichts drauf, was die anderen von dir denken. Um nicht das F-Wort zu sagen. ja, mach das, was sich für dich richtig anfühlt und geh raus und sei du selbst und sei, wer du halt sein willst. Man hat jeden Tag die Möglichkeit, der Mensch zu sein, der man will. Man hat jeden Tag die Möglichkeit, sich zu ändern, zu hinterfragen, ist das Leben, was ich gerade lebe, noch das Leben, was ich weiterhin leben möchte oder fehlt mir was in meinem Leben, will ich was Neues, kann man noch dahin zukommen, kann ich was austauschen, was sind meine Lebensträume, wo will ich in 5 Jahren sein, wo will ich jetzt sein und so weiter. Und so, also ja, einfach sich zu fragen, wer bist du und was willst du? Ja, ansonsten sehr viel Musik gehört. Musik ist gerade, ich komme nicht bei dem Podcast hinterher, weil ich absolut im Musikgame drin bin. Ich habe zur aktuellen Situation eine Playlist gemacht, die höre ich durch. Das sind aus allen Taylor Swift Alben alle passenden Songs drin
Und jetzt nach und nach habe ich auch von anderen Künstlern was reingemacht. KünstlerInnen. Und höre Musik wirklich. Ich bin jetzt sehr früh wach gewesen jeden Tag und habe sehr wenig geschlafen. Viele Nächte nur bis, ist jetzt wirklich ungelogen, 3.20 Uhr, 4.20 Uhr, 5 Uhr. Und habe das dann aber irgendwann angenommen und bin dann aufgestanden und hatte halt ur viel Zeit, bis die Arbeit losging um 9. Und dann habe ich wirklich eine Stunde Dance-Party im Wohnzimmer gemacht. Und es war irgendwie so gut. Ich bin so gut in den Tag gestartet und so glücklich. Und ja, und habe morgen ist noch im Bett gearbeitet. Irgendwie. Ich brenne auch gerade einfach für die Arbeit, für das, was ich mache. Also wirklich alle drei Bereiche. Halt die Agentur, aber auch Bewusstsein. Da war jetzt so extrem viel los und so viele neue Leute, die wir kennenlernen und die ins Team kommen und blablabla. Und aber auch YouTube und diese ganze Geschichte. Also es macht alles sehr Spaß. Ich muss kurz meinen Tee holen. Was kann ich euch sonst noch erzählen? Es schneit. Die Weihnachtszeit ist upon us. Ich freue mich sehr auf Weihnachten. Ich werde nicht die ganze Zeit in Dresden sein, auch über Silvester. Stand jetzt, weil meine Mama hat immer Anfang Januar Geburtstag. Und ich habe schon natürlich den Sonnentor-Adventskalender. Und die Adventskalender, den Gewürz-Adventskalender finde ich auch gut. Den hatten wir ja letztes Jahr. Aber da sind auch sehr viele Gewürze unbenutzt. Ich vergesse den immer. Die sind oben und ja, in so einem Ding. Ich vergesse immer, dass wir die haben und deswegen ganz viele von denen einfach noch benutzt. Vielleicht kochen wir auch einmal zu wenig, aber falls ihr Kochmäuse seid, kann ich auch sehr den Sonnenfunk-Geburtstag-Adventskalender empfehlen. Ich muss sagen, ich bin gerade aktuell wieder in der Leseflaute, weil einfach so viel in meinem Leben los war, dass ich bin gerade einfach vielen Gedanken überall und habe keinen Platz, da irgendwas reinzulassen, abgesehen von Musik, which is amazing. Auch aktuelle Favoriten wieder Wildberry Lillet natürlich. Oh, ich hatte neulich eine Taxifahrt und ich habe wirklich nicht viele Taxifahrten in meinem Leben. Ich hatte da eine und dann kam Wildberry Lillet und ich so, bitte mach's lauter. Und dann haben wir Wildberry Lillet gehört. Naja, auch Feminello. Das sind alles so Lieder und auch heute habe ich ganz viel Rap gehört. Und das sind dann so die Sachen, die ich meine, wenn ich sage, ich tanze in der Wohnung. Also das und Taylor Swift. Das gibt mir so ein irgendwie Selbstbewusstseins-Boost. Und ich weiß nicht, also auch einfach über was sie singt. Ich finde es irgendwie, es klingt ja so weit weg, aber I mean, why not? Das Leben hält so viele Dinge bereit. Also man muss wirklich groß träumen. Das muss ich auch sagen. Einfach groß träumen und optimistisch sein und einfach, wenn du was siehst, was du willst, go for it. Hol's dir. Send die Nachricht ab. Keine Ahnung. Hab das Gespräch. Oder geh dahin, was auch immer. Es ist, was dich irgendwie näher zu etwas bringen könnte. Probier es einfach. Das habe ich jetzt wirklich in den letzten Wochen gelernt. Einfach machen. Ich bin gerade richtig so im Machen drin. Ich bin gerade eine Macherin. Und ich bin sonst überhaupt nicht so. Wobei, ich bin schon immer so, ihr kennt mich ja, dass ich sage, ich gehe jetzt Dinge an und ich mache meine Projekte. Ja, war und so. Aber manchmal bin ich selber so im Leben drin und nichts Spannendes passiert oder so, dass ich das vergesse, dass man das Leben ja absolut steuern kann. Du kannst das Leben steuern. Zu einem Großteil, nicht immer. Und ich kann wahrscheinlich auch nicht für alle sprechen. Und again, es ist wieder mal ein großes Privileg, dass ich das sagen kann überhaupt. Ja, aber vieles in unserem Leben ist einfach steuerbar durch unser Tun, durch unser Denken, durch unser Sagen. Und das Denken, vor allem das Denken, sollte man nicht unterschätzen. Sollte man nicht unterschätzen und ich weiß nicht, so viel passiert auch unterschwellig. Ich glaube ja an diese ganzen unterschwelligen Sachen und Zeichen und so. Alleine, wenn ich irgendwie durch die Welt gehe und an der Ampel bleibt das Lied genau an der richtigen Stelle stehen oder Fahrstuhl genau im richtigen Moment passend zum Lied im Takt irgendwie aufgeht oder so. Das sind so kleine Dinge, wo ich mir denke,
das Universum gibt mir Zeichen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Oder wenn irgendwie Zahlen, wenn Zahlen zusammenpassen. Dieser Austin Press Day war zum Beispiel am 8.11., was ja wiederum 18 ist, was ja meine verkorkste leider Lieblingszahl ist. Ich wünschte, ich hätte eine andere Lieblingszahl, aber es ist die. Ja. Gut. Ich glaube, ich belasse es hier mal. Ich könnte jetzt noch ein bisschen philosophieren mit euch, aber vielleicht ist dieses Video ja irgendwie aufmunternd. Es wird alles Sinn machen, glaube ich, in ein paar Monaten, wenn ich euch erzähle, was ich mit all diesen Dingen meine und was ich da verwirklicht habe und yada yada yada. Ich glaube, es wird alles irgendwann Sinn machen für euch und für mich ist es gerade so, als würde ich so ein bisschen mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Also ich lebe es schon, aber es zieht auf mir vorbei und ich bin das Mastermind. Das ist mal mein Song des Monats, Mastermind, weil ich bin das Mastermind. Es ist nicht so, dass alles zugeflogen kommt, wie ich gerade sagte. Man muss Dinge passieren lassen. If you fail to plan, you plan to fail. Aber wenn dir was wirklich wichtig ist, dann machst du die Dinge. Dann realisierst du die Dinge. 'Cause I care. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo ich noch drauf hinaus wollte. Ach so, ja, dass ich mein Leben an mir vorbeiziehen will. Aber gleichzeitig, ich bin unglaublich aufgeregt. Gerade ist es so eine aufregende Zeit. Gleichzeitig bin ich sehr ruhig, weil ich eben weiß, ich bin auf dem richtigen Weg gerade. Deswegen, alles wird gut und es ist nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist auch irgendwie eine verdammt harte Zeit, wenn sich Dinge ändern, wenn du vielleicht auch ein altes Ich hinter dir lässt und ja, Dinge einfach hinter dir lässt, die that don't serve you anymore, wie sagt man das auf Deutsch, die dir nicht mehr gut tun oder die nicht mehr für dich sind, aber es ist für dein neues Ich, für dein besseres Ich, für dein einfach, ja, für ein neues, besseres Leben. Ich weiß nicht, wie viel Gutes ich mir jetzt hier mit dem Licht getan habe. Hier ist gut, hallo. Ja, ich trage auch sehr viel Highlighter zur Zeit, aber das ist mein. Ich bin so happy mit meiner Haut gerade. Also nochmal, als allererste Sache. Ich habe eine neue Hautpflegemarke oder Serie sozusagen zugeschickt bekommen, die ich austesten darf. Und this is the one. Ich habe ja, das habe ich noch gar nicht erzählt, sehr viele Aesop-Produkte, was auch ein Dream come true ist. Aber wir kannten eine Person, die bei Aesop arbeitet und die uns 50% auf alles geben konnte. Und ich habe zugeschlagen. Of course I did. Who wouldn't? Da habe ich den Cleanser, dann habe ich die Creme, zwei Cleanser und die Creme. Das ist eigentlich so. Und jetzt habe ich von der neuen Marke auch einiges. Und vor allem die Feuchtigkeitscreme und die Sonnencreme sind der Wahnsinn. Und ich wollte es aber erst lange genug austesten, bevor ich es euch zeige. Und dann auch ehrlich sagen, was ich wirklich viel benutze und was es noch nicht so in meiner Routine geschafft habe. Aber ich glaube, ohne die Sonnencreme kann ich nicht mehr und ich glaube, wenn meine Aesop-Creme alle ist, würde ich mir auch eher die Creme holen von der Marke. Ich glaube. Ja, deswegen das nur noch mal kurz dazu. Als kleiner Teaser für das nächste Video oder ja, was weiß ich was. Wird es Workmas dieses Jahr geben? Leider nein. Oder? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wann das nächste Video kommt, wann ich Zeit und Ruhe zum Vloggen finde. Ich werde euch alles erklären, wenn es Zeit ist, wenn es soweit ist. Ich danke euch, dass ihr für mich da seid und dass ihr nicht judged. Ich sage das schon mal ins Universum hinaus, dass ihr einfach so lieb seid und verständnisvoll und egal, was Nori tut, es akzeptiert, because das ist mein Pfad und mein Leben. Aber haben wir bis jetzt immer ganz gut hinbekommen. Und ja, danke für alles und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!